waren zwei solide Fahrten, haben mein Bestes gegeben und bin logisch mehr wie zufrieden, mit dem 7. Weltcup-Sieg mit heimzunehmen. Material haben wir gut umgestellt und ja, der zweite Platz hat wieder ausgeschaut. Ja, das war halt Rodelmathematik, weil 3x3 macht 3 für mich im Gesamtweltcup, eine Kugel. Wie so oft ist im Rodeln einfach nichts logisch, dass da halt nur mehr ein Dritter rausgegangen ist, ist mega für mich. In den letzten Lauf, ich glaube, da habe ich mich nochmal richtig motiviert gekämpft, dem man eigentlich die Ziel ist, mir nochmal zu sagen, auch in die anderen nochmal zu sagen. Und ja, dass sich das noch so ein großer Rückstand eigentlich noch ausgeht, haben wir selber nicht mehr gedacht. Es hat leider nicht gereicht, aber ich bin einfach super zufrieden mit meinem zweiten Platz. Dann habe ich im ersten Lauf Glück gehabt, weil wenn ich 1200 langsamer bin, bin ich gar nicht dabei im zweiten Lauf. Deswegen haben wir heute zwei Rennen gehabt, auch noch nie gewonnen und den zweiten habe ich halt knapp verloren, aber ich bin schon zufrieden. Jetzt heute noch einmal auf den Stockerlaum zu fahren, das ist schon eine besondere Ehre. Auch auf der Bahn habe ich mit Patrick den ersten Weltcup-Sieg feiern gekannt und jetzt mit Peter ganz oben zu stehen, die Saison danach, ist einfach ein richtiger Bergsgefühl. Das ist unsere erste Saison zusammen. Also es gibt noch runter und drüber bei uns, aber in der nächsten Saison schauen wir, dass wir zuschlagen und dass wir Erster werden.